gezogen. Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Wir schwimmen zu unserem Schiff und werden dieses Eiland verlassen. Oh yeah. Mal gucken, wo wir landen werden. Ich bin schon ganz gespannt. Heute bin ich, ich freue mich heute richtig. Denn heute, am Sonntag, werde ich meine große Aufnahme machen. Und zwar, dass ich mindestens 14 Folgen aufnehme. Und ich freue mich richtig, dass ich das mit Assassin's Creed machen kann. Ja, ich freue mich. Huch, du hast eine Crew. Das hättest du mal erwähnt. Wieso hat dich deine Crew nicht gerettet? Standen die hier echt auf deinem Schiff und haben sich gedacht, ja, töte ihn, mach ihn kaputt. Ja, wir wollen hier weg. Ich weiß es nicht. Aber ich gehe mal ans Ruder, mal gucken. Okay. Willkommen an Bord, Duncan. Sie ist nur ein Schoner, aber gut geeignet für meine Zwecke, für Warentransporte von meiner Plantage und dergleichen. Sie wird reichen. Es weht ein steifer Wind. Sollen wir volle Segel setzen? Ja, aber erstmal, lass uns hier erstmal sicher rauskommen. So viel Segel, wie ihr könnt! Ach, wie damals. Ich spüre den Wind in den Haaren. Der Geruch und der Geschmack der See haben etwas sehr Erfrischendes. Das herbe Aroma von Möglichkeiten. Das ist die beste Art, es zu sehen. Und dieser Pfeil, der auf der Karte ist, ist wahrscheinlich der Wind, ne? Jetzt fliegen wir wirklich mit dem Wind, was? Das ist ganz schön eng hier, ne? Habe ich WLAN? Ist das da unten links das Zeichen diese für WLAN? Leute waren besorgt wegen der Geschichten über Piraten in diesen Gewässern. Sind sie wirklich gefährlich? Was denkt ihr? Möglicherweise. Doch die meisten Piraten segeln über dem Wind zwischen Kuba und Hispaniola. Oh, verstehe. Ja. Eine vielbefahrene Meerenge. Huch, wir sind vom Rift gelaufen. Ich sollte einen Piratenüberfall nicht fürchten, um ehrlich zu sein. Mein Schiff ist klein und ich besitze nichts von größerem Wert. Zuckerrohr und seine Produkte. Melasse, Rum und all Dinge. Kein Pirat, der etwas auf sich hält, würde ein Fässchen Rum verschmähen. Nun ja. Ich schätze, ihr habt recht. Tja, und Zuckerrohr? Minecraft-Spieler würden für Zuckerrohr töten. Will ich nur mal gesagt haben. Ich finde das cool, dass man hier so richtig krass reinfahren muss in die Bucht. Das ist echt cool gemacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sind die Schiffe wirklich so krass wendig? Ist ja cool. Ich muss dazu sagen, ich verstehe von Schiffen so gut wie gar nichts. Für alle, die was von Schiffen verstehen, die werden sich denken, natürlich, Zero, sind Schiffe wendig. Du bist ziemlich nah an der Bucht, mein Freund. Und somit segeln wir fort. Bin gespannt, was mir dieses Spiel noch zu bieten hat. Ihr seid der geborene Seemann. Ich habe einige Zeit als Rudergänger verbracht. 2 Jahre als Steuermann bei den Freibeutern. Schockschwere Not. Euer Leben klingt so großartig. So voller Abenteuer. So aufregend. Ich habe schon so einiges gesehen. Ei. Und damit beginnt unser Abenteuer. Oh, ich freue mich. Oh Gott. Fantastische Arbeit. Sehr vielversprechend. Oh. Die Realität? Ich habe gerade irgendwas aus der Realität gehört. Ja, gib mir das Reality. Helden werden nicht geboren. Okay, ganz ruhig jetzt. Bitteschön. Willkommen zurück. Tja, die Zahlen sehen gut aus. Sehen wir mal, ob Ihr Verstand noch mitspielt. Bewegen Sie den Kopf und sehen Sie in diese Lichter, gleich hier. Okay. Nach oben. Ich fühle mich wie ein Halo. Und jetzt? Ich habe mal rumgeguckt. Oh. Danke. Runter. So weit, so gut. Stehen Sie auf. Okay, wie sagt mir das doch? Der liegt vor der Brille. Willkommen beim Sample 17 Projekt. Bevor Sie anfangen, brauchen Sie noch das hier. Hm? Bitte schön. Test, Test, 1, 2, 3, hallo, bonjour, c'est bon? Klappt es?
Abstergo. Okay. Gehen wir eine Runde. Sie haben ja schon Erinnerungsforschung betrieben, aber nicht in diesem Ausmaß, was überraschend ist. Sie haben Talent. Die Datenströme waren sehr stabil. Wir sind in Abstergo. Wieso sind wir in Abstergo? Beeindruckend, nicht? Das Gebäude ist kaum 6 Monate alt. Aber das Abstergo Entertainment Studio gibt es schon ein paar Jahre. Seit 2010. Was geht hier ab? Wer ist die Assassinen gerade gewesen? Kennen Sie Liberation? Unser erster Titel mit der Animus-Technik. Das war nur die Spitze des Eisbergs. Bald enthüllen wir unsere kommerziellen Animus-Server für Spieler in der ganzen Welt. Sie bieten natürlich nur passive Erfahrungen. Bearbeitete Versionen der Geschichte. Nur die spannendsten Stellen. Und wir glauben, wir haben das perfekte Thema für unser erstes Großprojekt gefunden. Karibische Piraten. Das ist Ihr Job. Aha. Eine Minute, d'accord? Das Ganze wollen Sie jetzt als Spiele auftun? Oh, danke, Nancy. Bonne journée. C'est bon, tout est prêt. Magnifique, merci. Das ist für Sie unser wichtigstes Handwerkszeug. Ihr Kommunikator. Schalten Sie ihn ein, ist raffiniert. Ach, deswegen das WLAN-Symbol. Ich hab kein Haben WLAN. Sie bemerkt, dass die Sicherheit hier etwas lax ist? Ihr Kommunikator ist nämlich ein Universalschlüssel. Das kann überall reingehen. Was hat das mit Abstergo? Warum? Was ist mit den Assassinen? Ich meine, ich kann nachvollziehen, dass Abstergo sich gedacht hat, hey, lass uns einfach mal ein Spieleuniversum erstellen irgendwo in Frankreich und dann werden da die ganzen Deppen reingehen und für uns die Vergangenheit durchforsten. Sehen Sie dieses blinkende Symbol? Sie sind mit dem Aufzug verbunden. Ich überlasse Ihnen die Ehre. Unser Ziel ist das Sample 17 Studio, 2. Stock. Verrückt. Also was kann ich da drücken? Ah, das ist die Karte. Dann los. Was ist nicht? Wir sind in Abstergo. Ah, unser Boss Olivier Ganot, unser CCO. Ich stelle Sie vor. Bonjour. Salut, Melanie. Ça va bien? Oui, merci. Kennen Sie den Neuen? Hat heute angefangen. Bisher nicht. Bonjour. Welches Projekt? Sample 17, die Kenway-Linie. Hey, Connell. Edward, der Pirat. Ah, ahoi, Matrose. Sehr aufregend. Willkommen an Bord. Melanie, kann ich Sie kurz in Ihrem Büro sprechen? Ich mach das nur schnell fertig und wir sehen uns in 5 Minuten. C'est bon. War mir ein Vergnügen. Ich hab das schon soweit mitbekommen. Das ist die Sample 17 Etage. Hier tauchen wir in die Erinnerungen eines edlen Spenders ein. Desmond Miles. Wir nehmen nur die besten Stellen aus seiner DNA. Und hoffentlich können wir eines Tages ein paar fantastische Erfahrungen daraus schmieden. Desmond Miles? Diese Beine gehören John, einem der IT-Magier. Er repariert gerade was für Sie. Nicht repariert, kalibriert. Kalibriert, okay. Nun, da wären wir. Ihre eigene Animus Workstation. Sie gehört Ihnen. Setzen Sie sich hin und finden Sie gutes Material. Brauchen Sie Hilfe oder Tipps? Der Animus enthält eine Reihe von Tutorials, die Ihnen weiterhelfen. Ich sehe Sie dann später. Viel Spaß. Hau rein. Zum Animus zurückkehren. Was haben wir denn da? Das ist Hazem, ne? Also unser derzeitiger. In der Karibik. Was hat das zu bedeuten? Meine Daten. Ihr habt es ja schon so weit mitbekommen. Wir sind anscheinend der Vorfahre von Connor und Hazem. Es ist schon. Wir sind wirklich in quasi momentan in der Zukunft. Desmond ist gestorben. Und sie haben seine DNA? Angestelltenausweis. Der Ausweis, der Ihnen hoffentlich viel Erfolg bei Abstergo Entertainment bringen wird. Aha, aha. Neue Unterhaltung.
Ich würde das gerne lesen. Achso, da steht das doch. Abstergo Industries wird mit dem ehrgeizigen Ziel gegründet, der Menschheit die besten Ereignisse des wissenschaftlichen Fortschritts auf breiter Basis und auf einfache und verantwortungsvolle Weise zugänglich zu machen. Im selben Jahr noch. Abstergo Industries ist ein früher Unterstützer von Gewerkschaften. Unsere Beziehung zu unseren Angestellten ist heute in all unseren Niederlassungen inklusive Abstergo Entertainment sogar noch stärker und enger geworden. Abstergo Entertainment, das wird diese Spielegruft sein, die sie jetzt neu erstellt haben, wo sie quasi alle Menschen dazu auffordern oder dazu bringen wollen zu spielen, um quasi die Vergangenheit zu erforschen von verschiedenen Ahnen. Abstergo Industries erkennt seine Verantwortung, den Angestellten und allen anderen Menschen Stabilität und Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Damit übernimmt der Konzern eine globale Führungsrolle und hilft bei der Gründung der Weltbank und der NASA, um nur zwei Beispiele für die vielen entscheidenden Initiativen des 20. Jahrhunderts zu nennen. 78. Der erste Animus wird erschaffen und die Disziplin der genetischen Erinnerungsforschung wird geboren. 2009. Ich glaube, das war die. War 2009? War da 2009 die Zeit, wo Desmond entführt wurde? Ich glaube schon. Nach 25 Jahren akribischer Tests ist die genetische Erinnerung bereit für die Öffentlichkeit. Abstergo Industries gründet eine erste Entertainment-Abteilung, um experimentelle Produkte für die Unterhaltungsindustrie herzustellen. 2010. Die prototypische Abstergo Industries Entertainment-Abteilung veröffentlicht ihr erstes Produkt, Project Legacy. Das Social-Media-Phänomen verzaubert seine Fans, indem es ihnen ermöglicht, die genetischen Erinnerungen historischer Persönlichkeiten und weniger bekannter Helden der Vergangenheit nachzuerleben. Project Legacy, das hört sich an wie, war das nicht das Projekt für Kinect? 2011. Durch seine wachsende Entertainment-Abteilung testet Abstergo Industries eine neue Mehrspielersimulation mit historischen inspirierten Entertainment-Arealen. Das Experiment wird von einer weltweiten neuen Generation von Spielern, die sich gerne untereinander misst, begeistert aufgenommen. 2012. In Zusammenarbeit mit dem großen Videospiel-Publisher Ubisoft wird Abstergo Entertainments Assassin's Creed 3 Liberation veröffentlicht. Liberation werden wir übrigens als nächstes spielen. Zum ersten Mal erfährt die Öffentlichkeit von der Geschichte der Eveline de Grand Prix, einer gefallenen Assassinin, die mit Hilfe des Templerordens wieder zum Licht der Erkenntnis geführt wird. Ein moderner Klassiker ist geboren. 2013. Der erste Spatenstich für Abstergo Entertainment's neues Hauptquartier in Montreal, Quebec, Kanada, als Heimat der Gourmet Küche, große Shows, viele Einkaufsmöglichkeiten und einer lebhaften lokalen Kultur vermischen sich in Montreal der Charme der Welt mit der Energie der neuen Welt. Das ergibt die perfekte Balance für unsere unterhaltsame, wissenschaftlich-historische, innovative Firma. Mit Ubisoft, Assassin's Creed 3 Liberation. Aber wieso habe ich das nicht gespielt? Verdammt, eigentlich hätte es jetzt kommen müssen. Aber spielen wir es halt danach, ist egal. Ich werde das einfach in der Playlist so anordnen, dass es Sinn ergibt. Ihre Rolle. Wir scheuen keine Mühe, um die talentiertesten Menschen aus allen Gesellschaftsschichten anzuwerben. Erfinder, Produzenten, gute Zuhörer, die immer einen Moment vor uns selbst zu wissen scheinen, was wir brauchen. Sie müssen sich in ihrer Animus Workstation wohlfühlen, um die Geschichte mit der Gründlichkeit zu untersuchen, die ihnen vorschwebt und die wir erwarten. Wer weiß, vielleicht entdecken sie alte Technologien, von denen zukünftige Generationen profitieren werden, finden Beweise für eine Geheimgesellschaft, knacken ein paar Codes oder stellen eine erstaunliche Verbindung zwischen mysteriösen Dokumenten her. Dies könnte der Beginn von etwas Wunderbarem sein oder etwas Schockierendem oder etwas Aufrüttelndem. Es ist alles da in der Geschichte und die Geheimnisse der Menschheit liegen vor Ihnen, dank der genetischen Erinnerung, die wir Ihnen an die Hand geben. Sich einbinden. Wir sind Abstergo Entertainment. Wir bei Abstergo Entertainment verstehen, wie wichtig es ist, sich zugehörig zu fühlen. Deswegen haben wir eine flache Hierarchie geschaffen, die die Organisation uns überlässt, damit sie Zeit für das haben, was sie am besten können. Recherchieren und nach Herzenslust schöpferisch tätig sein. Sie müssen sich keine Sorgen darüber machen, voranzukommen. Das erledigen wir für sie. Aha. Ich werde jetzt hier natürlich nicht alles durchlesen, aber nur wenn irgendwas Interessantes ist. Ich werde mir das nochmal gründlich persönlich durchlesen.
Hier haben wir noch eine Figur. Das wird sich höchstwahrscheinlich erweitern. Hier ist unser Headset. Cool, die haben VR schon vorher erschaffen. Und jetzt? Ich hatte gerade ein WLAN-Symbol. Da, B. Willkommen zu Animus Omega, Abstergo Entertainments proprietäres Erinnerungserforschungsprogramm. Sollten Sie Fragen, Kommentare oder Bedenken haben, was die Bedienung der Animus-Konsole angeht, wenden Sie sich bitte an Ihre Projektleiterin Melanie LeMay. Sie wurden als Mitglied des Sample 17-Projekts angemeldet. Ihr wichtigstes Forschungsziel ist Edward James Kenway, geboren am 10. März 1693, Swansea, Wales. Kalibrierung beendet. Alle Signale normal, alle Systeme optimal, extraneurale Transmitter aktiviert. Erfahren wir jetzt, warum Haytham quasi ein Templer war? Vielleicht, weil ich auch ein Templer war? Assassin's Creed Black Flag. Ah, lebendiges Havanna. Ich war schon einmal hier. Ein sehr zweifelhaftes Vergnügen. Havanna, Kuba, Juli 1715. Jemand, den du kennst? Nein, nein, nein. Ich will nur freundlich sein. Ich möchte nicht wieder für einen Piraten gehalten werden. Stimmt. Markante Schurken wie du müssen Acht geben. Ne? Wir sind in Havanna angekommen. Oh, das ist aufregend. Verrückt, dass England und Spanien vor 2 Jahren noch im Krieg waren, oder? Hier bin ich. Und handle mit Spaniern, als wären es meine Vettern. Stimmt was nicht, Duncan? Nein, gar nicht. Sand in der Kimme. Ist die beste Absteige in der Stadt. Ich sterbe für ein Nickerchen. Oder Siesta, besser gesagt. Ich bin auf dem Weg zu einer Gaststätte, um Händler zu treffen. Ich könnte euch den Weg zeigen. Dann geh vor. Ich hoffe, ihr verweilt, während ich dem Treffen beiwohne. Es würde mich beruhigen, einen Mann eurer Statur in der Nähe zu haben, im Falle eines Missverständnisses. Ich kann gerne bleiben. Vielleicht trinke ich was. Bestens. Ein Umtrunk. Da sind wir Feinde. Für Piraten hier, oder? Ich frage mich, wie viele Real die gestohlen haben, um so zu enden. Ich muss sagen, die Wachleute sind nicht wirklich gut zu erkennen. Die sehen aus wie alle anderen. Aber es sind viele. Hola, die Damen. Ihr kennt diese Frauen doch nicht. Nein, sie verlangen Geld für dieses Privileg. Ein paar Dutzend Real für jede Stunde Bekanntschaft. Interessiert? Nein, um Gottes Willen, ich bin ein vermählter Mann. Vermählte Männer sind ihre Stärke. Man muss dazu sagen, ich liebe das Piraten-Szenario. Also, das wird für mich einfach grandios. Ein Lieferant für persönliche Waffen. Ich sollte mir eine Klinge besorgen, Duncan. Eine, wie ihr habt. Das rostige Messer ist kaum der Rede wert. Auch dann komme ich mir vor wie ein Schoßhund, wenn ich euch so nachlaufe. Vielleicht wäre ein kleiner Dolch angemessen. Mal sehen, was er anbietet. Vielleicht kaufe ich auch ein Schwert und wir steigen beide im Rang. Oh, wir werden ein tolles Team, wir zwei. Teufelskerle. Teufelskerle, ja. Dann leih mir ein paar Real, Mann. Ich habe dich gerettet. Ja, natürlich. Danke. Hey, gib mir ein paar Real. Verdammt. Okay, ein paar Schwerter kaufen. Was zum... Ja, machen wir es gleich ganz auffällig. So, Schwertsets, Pistolensets, können wir alles noch gar nicht klar kaufen, ne? Jagdbeute verkaufen. Oh, das wird so cool. So, britische Entermesser. Mehr kann ich mir nicht leisten anscheinend. Eigentlich schon. Eigentlich kann ich mir mehr leisten. Ich habe 3000 Real, was auch immer das bedeutet. Kurzmesser und Entermesser haben wir. Achso. Ja, das sieht überhaupt gar nicht aus wie ein Pirat, ne? Na gut. Bestätigen. Britische Entermesser. Das passt schon viel besser. Wie lief's bei dir?
Es hat nur für ein kleines Messer gereicht, leider. Doch, im Zweikampf kann es helfen. Oh, Herr Jemine. Ich hab uns in die Irre geführt, Duncan. Das macht nichts. Ich verschaffe uns einen Überblick. Wonach suchen wir? Ah, eine Taverne mit einer Art Biergarten. Okay, somit klettern wir wieder ein Haus hoch. An jedem Finger ein Haken. Daran erkennt man den echten Seemann. Aha, ja. Sehr gut gesagt. Okay, das heißt, wir sind einfach nur ein Seemann, der gut klettern kann. Okay. Also bisher haben wir noch nichts mit Assassiner Mut. Ich verstehe das noch nicht ganz. Also normalerweise waren wir immer ein bekannter Assassine. Aber das sieht aus wie Assassin's Creed 1. Oh, die Musik ist cool. Ich glaube, ich sehe die Schenke. Nicht mehr weit. Halt durch! So, Freunde, unser Freund ist in Gefahr. Wir werden ihn natürlich retten. Allerdings erst morgen, denn heute habe ich leider nicht so viel Zeit, denn ich muss noch ein bisschen was vorbereiten. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder und dann geht das richtig los. Oh, ich freue mich. Ich werde jetzt hier mindestens 14 Folgen aufnehmen. Oh, das ist so cool. Haut rein, euer Zero und tschüss.